Dann kommen wir mal zum Auspacken. Hier übrigens cooles Teil. Also wer Dampfer ist und noch keinen Kanga Subtank Mini hat, kann man wirklich empfehlen. Macht eine Menge Spaß. Öffnen wir mal das Ganze mal. Das ist übrigens, bevor wieder Fragen kommen, ein Hendrik Schuld Custom Knife, das ich mir machen lassen habe. Ähnelt ein bisschen dem Isula, ist auch ziemlich ähnlich, allerdings anderer Stahl und ein paar Feinheiten, die ich nicht haben wollte vom Isula. Ja, also Handmade, Custom Made Messer. Also wer jemand sucht Messer, die definitiv Hammer sind, mal Hendrik Schuld anschreiben. Ich hoffe, das ist ihm recht. Dann kommen wir mal zum Auspacken der Nightcore Tiny Monster. Und natürlich Handy vibriert. Normalerweise mache ich ja keine Unboxing-Videos. Aber in dem Fall doch. So. Hier nochmal, was ich noch aufschneiden muss. Nein, wunderbar. Dann ist er wieder in die Scheide. Das ist sie also. Nightcore Tiny Monster 16, 4000 Lumen, 520 Stunden maximale Batterie, Laufzeit 700 Meter Reichweite und 122.500 Candela. 2 Meter wasserfest, 1,5 Meter schockresistent und das Ganze kommt hier in so einem umweltfreundlichen Pappkarton, nicht wie üblich diese knallgelben Kartons, sondern eben hier so nur mit einem Aufkleber. Dann von KTL Store, ich bestelle nur bei KTL Store allein wegen der Garantie. Ja, Anleitung, die werden wir uns mal nachher angucken, falls sie nötig ist. Und da sitzt dann also die Lampe. Ziemlich gut drin. Ein ziemliches Monster. Also tiny geht anders, wobei man einfach sagen muss, klar, diese monstergroßen Reflektoren, ich hoffe man sieht es, die sind schon wirklich sehr tief, tiefer als alle, die ich jetzt irgendwie habe. Das sieht doch schon sehr gut verarbeitet aus, die Lampe. Hinten mit dem Stativanschluss, da kann man ganz normal ein Viertel Zoll von der Kamera das Stativ dran schrauben. Tailstandfähig ist sie definitiv auch. Wir probieren es mal in einem Karton. Also das geht wunderbar. Mehrere Fangösen, die wirklich groß genug sind. Dann das neue oder relativ neue Zwei-Schalter-Konzept, wie auch bei der Nightcore EC11, EA11 und wie sie alle heißen. Die ganze Explorer-Serie, glaube ich, oder ein paar davon haben das jetzt. Der Bezel ist ziemlich, ja, ziemlich klein, wenn man den mal so quer anguckt. Aber ich würde sagen, genaueres schauen wir uns dann sowieso im Detail an. Betrieben wird die Lampe mit 4 18650ern. Ich benutze EagleTech 2500 mAh, Akkus mit einem maximalen Strom von 4 bis 6 Ampere. Legen wir die doch gleich mal ein. Hier drin ist schön beschriftet, Plus, Minus und so weiter. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und dann hier eigentlich ziemlich simpel. Sieht auch alles sehr gut verarbeitet auf den ersten Blick aus. Hier ist zwei so Stifte, die müssen dann hier so rein. Dann müssen wir schauen, dass das Gewinde drauf, sauber drauf geht. Und das soll es dann auch schon gewesen sein. Jetzt blinkt eine blaue LED im Schalter und sagt mir, wie voll der Akku ist. Aber alles weitere zeige ich euch dann genauer. Warum ich dieses Unboxing eigentlich gemacht habe, mal abgesehen auf Lanyard und Gummidichtungen. Es ist kein Holster dabei. 200 Euro kostet die Lampe und es ist kein Holster dabei und deswegen wollte ich es eigentlich machen. Ich wusste das, ich wüsste jetzt auch nicht, was für ein Holster da besonders gut wäre, so vom Tragekomfort. Ja, aber alles weiter danach. Nachdem wir das Unboxing der Tiny Monster
16 jetzt hinter uns haben, erstmal ein paar grundlegende Daten zu ihr. Es ist definitiv eine Lampe, die mehr zum Thrower neigt als zum Fluder. Und deswegen muss man auch ganz klar sagen, hat sie einen relativ großen Lampenkopf mit 9 cm. Also tiny ist es nicht mehr, wobei sie dafür, was sie leistet, immer noch ziemlich klein ist. Wobei das Phoenix und andere auf dieselbe Größe hinbekommen oder sogar noch kleiner. Leuchtweite sind 700 Meter, 4 Cree XML U2 Chips sind da drin verbaut. Sie hat den 2-Wege-Schalter, wo bzw. an, aus, die Schalter sind alle mehrfach belegt mit mehreren Funktionen. Das werde ich euch aber dann daheim im Detail nochmal genauer zeigen, das ist hier draußen jetzt nicht so praktisch. Hinten hat sie das Stativgewinde, 1/4 Zoll Anschluss und ist Aluminium hart anodisiert, IPX8. Und so weiter und so weiter. Alles, was typisch eben für neue, moderne Lampen ist. Ich glaube, dazu muss man mittlerweile auch nicht mehr allzu viel sagen. Sie schluckt 4 18650er. In dem Fall sind es geschützte Edeltech 2500 mAh Akkus. Und ich bin hier im Wald. Vielleicht hört man es im Hintergrund, die Grillen oder Zikaden. Sie hat 5 Modes. Das sind 5 Lumen. 230, 600, 1700 und 4000, so in dem Dreh. Ich werde jetzt da einfach mal gerade auslaufen, 500 Meter weit. Das habe ich mir mit Google Earth errechnet. Und dann werden wir mal gucken, wie ich in 500 Meter Reichweite ausschaue. Man muss natürlich sagen, viele Lampen, die heute nach ANSI Lumen-Standard getestet werden, haben irgendwelche Angaben, die definitiv auf einer weißen Wand funktionieren mögen. Allerdings in realen Umständen, so wie hier im Wald, dann doch nicht so weit kommen. Deswegen sage ich, wenn sie die 500 Meter vernünftig schafft, ist das ein sehr guter Wert. Ich werde jetzt die 500 Meter einfach mal geradeaus gehen. Schwarz ist vielleicht nicht die idealste Farbe, wobei ich möchte ja auch nichts verschönigen oder beschönigen mit irgendwelchen weißen Klamotten, damit man mich besser sieht. Ich gehe einfach jetzt mal 500 Meter lang, mache kurz einen Schnitt und werde dann im Zeitraffer diese 500 Meter langlaufen und ihr mal sehen, ob, oder ihr könnt mal sehen, ob dann ich überhaupt noch sichtbar bin, und ich werde euch danach sagen, wie ich das so empfunden habe in 500 Meter, das Licht. So, das waren die 500 Meter, knapp 500 Meter, nicht ganz, aber doch ziemlich. Und mal wieder abgelenkt, schon wieder Rehe gesehen. Was interessant war, ich habe zwar meine Kopflampe immer wieder zu gucken, was ist so los. Ich sehe das immer sehr gerne, irgendwelche Tiere. Was sehr interessant ist beim Laufen, sowas habe ich auch noch nie gemacht, dass ich weg vom Licht gehe und das nicht mitführe. Es wurde relativ schnell dunkler. Vielleicht sind nach 100, 150 Meter, aber dann blieb das Lichtbild, das ich gesehen habe, immer noch durch die TM16 sehr konstant. Also ich würde auch sogar sagen, dass die 7, 8, 900 Meter trotzdem noch so hell sind, dass man da trotzdem noch was erkennt. Zwar definitiv nicht mehr so, als hätte ich die Kopflampe auf oder als hätte ich eine kleine EDC-Lampe, die ich auf 3, 4 Meter, aber es war trotzdem ein kompletter Lichtwall oder der Lichtwand um mich rum. Das fand ich sehr interessant und ja, also es macht doch ziemlich viel Licht und man sieht selber mit der Lampe nicht so weit. Also wenn ich sie jetzt einfach anschalte und hier den Wald entlang leuchte, dann würde ich jetzt sagen, dass es nach den 250 Metern Schluss ist fürs Auge, weil einfach trotzdem noch der außenrum der Spill noch so viel ausleuchtet, dass es uns so stark zurückblendet. Aber wenn man sie jetzt einfach liegen lassen würde und einfach diese 700 Meter gehen würde, dann würde man trotzdem noch einiges erkennen, oder wenn man eben nichts hat, was zurückleuchtet, wie die Bäume hier in einem schmalen Waldweg. Trotzdem ist sie besser von Tro als viele eben andere, die MT06, TM06, TM26 und so weiter. Sie wird jetzt auch langsam etwas warm, aber noch lange nicht wild. Also ich muss sagen, für den ersten Test hat sie sich schon mal gut geschlagen. Ich werde das auf jeden Fall noch genauer ausprobieren, und wenn ich irgendwas Negatives finde, werde ich das Video dazu packen irgendwie.
aber das ist echt unangenehm, wenn man noch nicht die Bedienung 100% drin hat. Die Bedienung ist eigentlich ziemlich simpel. Man hat den An- und Ausschalter, mit dem man die Lampe eben an- und ausschaltet und dann durch die Modes steppen kann mit dem vorderen eben die Lumen. Wenn man das Ganze dann aus hat, die Lampe, und auf dem vorderen Mode-Schalter zweimal schnell klickt, kommt man sofort in einen Strobe Ready. Dann hat sie eben einen Strobe Mode, mit dem man eben blenden könnte. Wenn man auf den wieder drauf drückt, geht die Lampe sofort wieder aus. Wenn man lang auf dem Ausschaltknopf bleibt, dann startet man im niedrigsten Modus. Und das gleiche ist, wenn man lang auf dem vorderen Mode-Schalter bleibt, dann geht sie in den Turbo-Modus sofort. Des Weiteren, wenn man die Lampe anhat, egal in welchem Modus, und lang den Mode-Knopf drückt, dann kommt man auch in den Strobe. Bleibt man da nochmal lang drauf, kommt man in den Beacon-Blitz, und bleibt man da nochmal lang drauf, dann kommt man in den SOS-Modus. Des Weiteren ist auch wieder Tastensperre bei der Lampe, egal in welchem Modus man gerade ist. In welcher Leuchtstufe, sagen wir jetzt einfach mal die niedrigste, in der 5 Lumen, drücke ich Ausschaltknopf und Mode-Knopf lang gedrückt, dann blinkt die Lampe einmal kurz und zeigt mir dann den Batteriestand noch an und ist somit gesperrt. Dann kann ich sie in die Tasche packen, ohne dass sie angeht. Es gibt noch einen Standby-Mode, den ich jetzt nicht besonders sinnig finde, das muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ich finde, es blinkt dann, der Schalter blinkt blau, damit man sie wieder findet. Ob das jetzt nötig wäre, keine Ahnung. Wenn nämlich die Lampe mit dem Schalter im Gras auf dem Boden liegt, dann wird man trotzdem nichts sehen. Auch wenn die Lampe blinkt blau. Ich denke mal, dass es nicht so viel bringt, wenn es im Regal steht oder irgendwo hingestellt, dann mag das funktionieren. Ich hätte mir da besser gefunden, wenn zum Beispiel die Lampe einen Beacon-Blitz bringt, aber einen ganz schwachen 10 Lumen oder 25 Lumen oder vielleicht sogar durchsteppt, dass sie sagt 10 Lumen, 50 Lumen, 10 Lumen, 50 Lumen, immer blinkt alle paar Sekunden, damit man sie trotzdem wiederfindet. Nettes Feature, bestimmt für den einen oder anderen sinnvoll. Ein Holster ist nicht dabei. Ja, ich denke, es ist eine coole Lampe. Ich bin ganz froh, dass ich sie jetzt habe. Und jeder, der eine Mischung sucht als Thrower und Fluder, mehr zum Thrower, der ist auf jeden Fall ganz gut bedient mit der Nightcore TM16. Allerdings auch nicht eine ganz billige Lampe mit knapp 200 Euro. Aber eine Lampe, die man sich definitiv auch nicht alle Tage kaufen muss. Wer eine EDC-Lampe sucht, der ist damit definitiv nicht bedient. Wer nur wenig Lumen braucht, sagen wir mal bis 200 für einen Schlüsselbund oder für kleine Zwecke, der soll sich lieber ein kleineres Modell kaufen. Aber jemand, der richtig satt Licht möchte und einfach so ein bisschen mehr ist besser, der ist definitiv ganz gut aufgehoben mit der Nightcore TM16. Servus!